Sieben Dinge, die Sie vor einer Botox-Behandlung im Gesicht wissen müssen, das ist das Thema unseres heutigen Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth. Ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxen in Salzburg und Wien. Botulinumtoxin oder Botox-Behandlungen haben in den letzten 25 Jahren einen enormen Aufschwung genommen. Ich war einer der Pioniere für diese Behandlung in Österreich und wir sind alle froh in der ästhetischen plastischen Chirurgie, dass wir ein Instrument in die Hand bekommen haben für Regionen, die wir vorher nicht behandeln konnten. Jetzt zu den einzelnen Themen. Wie ist die Wirkung? Punkt 1. Die Wirkung ist so, dass die Behandlung mit Botulinumtoxin, das wird eingespritzt mit einer feinen Nadel in die Unterhaut und dort blockiert es die Nervmuskelübertragung. Der Nerv hat ein elektrisches Signal, dann kommt ein chemisches Signal und dann ist erst der Muskel. Botox verhindert, dass der Nerv dieses chemische Signal ausstoßt und blockiert die Rezeptoren, aber nur vorübergehend. Das heißt, es ist reversibel, wir können nach einigen Monaten wieder ganz normal die Muskulatur bewegen. Das ist das Wirkprinzip. Auf der anderen Seite ist so, dass diese mimischen Muskeln, wie der Frontalismuskel, der Procerusmuskel, die seitlichen Orbicularis-Oculi-Muskeln, immer dafür verantwortlich sind, dass wir, wenn wir dauernd diesen Muskel kontrahieren, zusammenziehen, Falten daraus bilden. Wir wissen aus Studien, dass wir bis zu 40.000 Mal am Tag hier diese Falten, die Zornesfalte zusammenziehen. Ich nicht, weil ich habe schon da Botox drinnen. Auf alle Fälle ist es so, dass diese 40.000 Mal natürlich durch die Bewegung die Unterhautgewebe bricht und dadurch sich die Falten eingraben können. Das wäre der zweite Punkt. Wann sollen wir beginnen mit der Behandlung? Eigentlich je früher, desto besser. Bei mir ist es schon seit über 20 Jahren rückgestellt. Desto weniger können sich diese Falten eingraben. Botox hat keine negativen Langzeitwirkungen, das wissen wir aus millionenfacher Anwendung. Wir haben dadurch einfach ein entspannteres Mittelgesicht oder eine entspanntere Stirne. Früher hat es Schauspielerinnen gegeben, wie die Audrey Hepburn, die überhaupt nie gelacht haben. Einfach um ihre Mimik möglichst ruhig zu halten, damit man keine Falten sieht und damit sie schön altern. Das ist nicht mehr notwendig, weil jetzt haben wir die Botulinumtoxin-Behandlung und damit können wir verhindern, dass wir Falten entwickeln, die sich eingraben beim Lachen. Welche Regionen können wir Botox verwenden? Botox sollten wir nicht oder nur ganz vorsichtig um die Lippen verwenden. Wenn wir hier einspritzen, dann würde das die Mundbewegung blockieren und es funktioniert nicht. Das heißt, es würde die Mundnerven lahmlegen, das will kein Mensch. Deshalb nehmen wir es an Stellen, wo wir diese Bewegung weniger stark benötigen. Das ist eben auf einerseits diese Stirnregion, dann gibt es diese Zornesfaltenregion, dann gibt es noch diese Bunny Lines, also bei manchen Patienten tut man auch hier entlang der Nase Botox einspritzen. Dann gibt es hier seitlich die Krähenfüße, das ist auch eine beliebte Region und in manchen Fällen verwende ich auch Botox, um hier das Kinn etwas ruhig zu stellen, weil das dann oft so eine wolkige Kontur annimmt. Welche Injektionstechniken haben wir? Bei der Injektionstechnik ist es wichtig, dass man natürlich diese anatomischen Gegebenheiten genau betrachtet. Ich verwende viele kleine Einzelstiche, um Botox einzuspritzen. Ich verwende auch noch ein Instrument, damit es weniger schmerzhaft ist. Die dünnsten Nadeln ist selbstverständlich. Der Stich darf nicht zu tief gehen, weil wenn er an der Knochenhaut ankommt, dann würde das sehr schmerzhaft sein. Aber so sind diese Behandlungen sehr schmerzarm. Zur Haltbarkeit ist zu sagen, das wäre jetzt der sechste Punkt, wir haben bei der Haltbarkeit bei Botox im Schnitt zwischen
4 und 6 Monaten, manchmal nur 3 Monate. Aber für meine Patienten reicht es üblicherweise aus, dass sie zweimal im Jahr zu mir kommen, zur Botox-Behandlung. Wenn man das regelmäßig macht, können sich die Falten nicht mehr eingraben und wir haben ein sehr gutes Langzeitergebnis. Allerdings muss man dranbleiben. Wenn man einige Jahre das nicht mehr macht, graben sich die Falten logischerweise wieder ein. Punkt 7, Dauertherapie. Als Dauertherapie eignet sich Botox sehr gut. Ich selber spritze mir hier seit über 20 Jahren Botox, einfach deshalb, weil mich das auch stört. Es ist auch eine positive Wirkung auf die Migräne oder auf Kopfschmerzen nachgewiesen. Es ist auch dafür in einzelnen Fällen zugelassen medizinisch, sodass wir ein gutes Dauertherapie-Schema haben können. Das war mal der Überblick über die Botox-Behandlung. Wenn Sie weitere Informationen wollen, dann bitte sehen Sie in unserer Homepage nach und warten Sie auf eines unserer nächsten Videos, wo wir noch einmal ins Detail gehen. Liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth. We'll be right back.